Tastaturkürzel, welches nicht dokumentiert ist in Photoshop. Das könnt ihr gerne auch nachlesen in der Adobe-Hilfe hier. Da steht es definitiv nicht drin, aber ich habe es selber auch nicht erfunden oder bin selber drauf gekommen. Ich habe das irgendwann mal zu Zeiten von CS oder CS2 aus einem Buch von Katrin Eismann. Anders da kann ich mir es nicht erklären, wo ich den her habe, weil ich arbeite schon sehr lange mit diesem Effekt oder mit diesem Tastaturkürzel. War allerdings, muss ich auch dazu sagen, so circa 2014, 2015 überhaupt nicht mehr in Photoshop unterwegs, gar nicht mehr. Ich habe auch keine Zeitschriften mehr irgendwie für Bildbearbeitung oder so Sachen gekauft. Ja, hat mich nicht mehr interessiert, das war passé, das hat mich einfach nicht mehr interessiert. Und bin jetzt seit diesem Jahr, und jetzt haben wir ja 23, also 2023, schlag mich tot, im April, bin ich wieder in die Photoshop Cloud, oder besser gesagt in die Fotografen Cloud, ja, mit Lightroom und Photoshop, und habe auch diesen Shortcut vergessen. Also ich habe nicht mal gewusst, wie der funktioniert, bis ich dann wieder ein bisschen rumprobiert habe und dann mal, ich weiß, wo die Tasten waren, ungefähr, so auf der Tastatur, die hat man ja irgendwie so noch ein Gefühl, so wie weit die Finger gespreizt sind und so weiter. Aber ich habe dann, bin dann anders wiederum drauf gekommen. Und wenn ich das damals gewusst hätte, hätte ich noch immer das Buch gebraucht von der Katrin Eismann. Mit diesem Tastaturkürzel, und ich zeige euch auch, warum das funktioniert, und wenn ihr diese eine Taste, die da mal zusätzlich noch drücken muss, das sind nämlich insgesamt 4 Tasten, wenn man weiß, wie die angewendet wird, dann weiß man auch, dass der eigentlich doch dokumentiert ist. Oder auch nicht. Das könnt ihr dann jetzt selber rausfinden. Ich zeige euch mal was. Also das ist für manche weniger interessant, die sich damit befassen, mit Photoshop, für die ist das nichts Neues. Aber ich weiß auch, dass es Leute gibt, die gerne mal so ein paar Sachen mitnehmen. Ja, man lernt in jedem Video etwas, so geht es mir zumindest. Und deswegen zeige ich euch jetzt mal. Wir haben ja eine Ebene und die möchte ich jetzt kopieren. Das ist ja eigentlich soweit gar kein Thema. Die ziehe ich hier runter auf dieses Plus-Symbol und dann habe ich eine zusätzliche Ebene geschaffen. Das Problem dabei ist nur, sie ist immer, egal wie ich das mache, sie wird immer exakt um eine Stufe höher sein, wie die Ebene, von der ich es kopiert habe. Immer. Es wird immer so sein. Wenn ich die jetzt dann woanders haben will, muss ich also, ich muss erst hier runter und dann muss ich mit der Maus wieder dahin, die Ebene greifen und dann eben da verschieben. Das dauert. Es gibt aber noch eine Methode, wie man das machen kann. Aber das ist noch nicht der Shortcut, ne, dass ihr das jetzt falsch versteht. Ja. Ihr nehmt die Optionstaste, ich glaube beim Windows oder bei Windows ist glaube ich die Alt-Taste, und dann könnt ihr das verschieben und zwar gleich dahin, wo ihr es haben wollt. Das hat einen Vorteil, ich bin schneller, ich habe weniger Weg, ich muss nicht auf meinem Schreibtisch mittlerweile hier rumrühren, weil die Monitore, die werden ja auch immer größer und dementsprechend ja auch der Weg der Maus. Das ist so, das habe ich jetzt auch schon festgestellt. Ja. Und manchmal ist mir schon mein Mauspad fast zu klein. Ja. Da bin ich jetzt so aber schneller. Ja. Deswegen schmeiß das mal jetzt wieder raus. Aber das war nicht der Shortcut, aber es geht genau um diese eine Taste, die wir jetzt gedrückt haben. Die Alt, wenn es die Alt-Taste ist, oder die Optionstaste bei Mac. Die sorgt nämlich dafür, zumindest hier drüben in diesem Ebenenfenster, das ist nämlich eine Kopiertaste. Und was ich will, ich möchte, und das sind jetzt nur Demos, ich habe jetzt einfach mal nur ein paar Ebenen draufgeschmissen, willkürlich, damit ihr seht, für was ich das brauche. Und das ist eben, ich habe mehrere Ebenen oder Gruppen oder irgendwas, ja, mehrere Gruppen, mehrere Ebenen, Einstellungsebenen, bliblablub, ja. Und jetzt habe ich ein Bild, das ich jetzt auf dem Bildschirm sehe und ihr ja auch.
Und jetzt möchte ich von genau diesem Abbild eine Kopie als Ebene haben. Das findet ihr nirgendwo in Photoshop. Aber ich möchte nicht alles zusammenraffen und dann mein Ergebnis haben. Nee, nee, ich möchte meine Ebenen erhalten haben. Das hat mehrere Gründe, warum ich das will. Ich fange mal irgendwo an. Ich setze mal hier meinen Cursor hin. Ja, ist auch egal. Ich zeige euch, da wurde mal was geschrieben, was ich nicht ganz nachvollziehen konnte, aber das ist auch egal. Jedenfalls, ich habe diese Ebene hier markiert und wende jetzt mal diesen Shortcut an. Und dieser Shortcut baut eigentlich auf diesen hier unten auf. Sichtbare auf eine Ebene reduzieren ist bei mir die Shift-Taste, die Command-Taste und die E-Mail-Taste. Wenn ich das mache, werden alle Bilder als eins im Abbild reduziert, was ich jetzt am Bildschirm sehe, und es bleibt nur noch eine Ebene übrig. Das kann ich machen, wenn ich dann fertig bin, wenn ich mir sicher bin, dass ich fertig bin und nicht in einer Woche zum Beispiel den Farbverlauf ändern möchte. Dann kann ich das machen. Kein Problem. Wenn ich aber noch nicht fertig bin und möchte in einer Woche oder in 3 Tagen oder morgen an dem Bild weiterarbeiten, dann möchte ich ganz gerne meine ganzen Ebenen erhalten. Aber wie kriege ich das jetzt hin? Das bekomme ich hin, indem ich zwischen diesen Tasten, zwischen der Shift- und der Optionstaste, davor oder danach, scheißegal, Command-Taste, wenn ich da noch die Optionstaste drücke, weil dann wird Sichtbare auf eine Ebene reduzieren, kopiert, weil ich ja jetzt die Optionstaste drücke, was ja eine Kopiertaste ist. Wenn ich das damals gewusst hätte, weil da wusste ich nämlich nicht, muss ich zugeben, dass ich eine Ebene mit der Options- oder mit der Alt-Taste, damals war ich noch mit Windows unterwegs, dass ich das so machen kann, wie ich das euch gerade eben gezeigt habe. Ja, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Das habe ich mal nebenbei in einem Video erfahren. Ja. Aber das ist auch schon, damals waren die solche Videos in YouTube noch relativ selten. Ja. Heute wird man ja davon erschlagen. Aber wenn ich jetzt da diese Tastenkombination mit der Optionstaste mache, dann kopiere ich mir alle das, was ich jetzt sehe, als eine Ebene, aber als Kopie. Also. Und das spielt auch keine Rolle, wo ich das mache. Es spielt keine Rolle. Innerhalb der Ebenenturms vollkommen egal, wo ich das mache. Ich habe auf alle Fälle das, was ich sehe, als eine Ebene. Und die kann ich jetzt zum Beispiel nach oben schieben. Kannst du sonst wohin schieben. Ja? Ich mache das mal. Ich lösche das jetzt mal. Aktiviere jetzt mal alle und mache das noch einmal. Und jetzt kommt's. Hier oben ist eine leere Ebene. Da ist nichts drin. Kein einziger Pixel. Reine leere Ebene. Wenn ich die aktiviere und mache jetzt auch meinen Shortcut, dann wird es gleich in die leere Ebene da reingemacht. Da wird keine zusätzliche Ebene erzeugt. Nee, wird die leere Ebene verwendet. Ja? Dazu muss sie allerdings aktiviert sein. In einem Bericht von Olaf Giermann hat er gesagt, sogar man soll es mit einer leeren Maske machen, weil sonst kann es Probleme geben. Ich habe noch nie Probleme damit gehabt, auch wenn ich keine leere Ebene genommen habe. Habt ihr ja gesehen, dass es funktioniert. Und ich kann es sogar überall in diesem Stapel, ja, wenn das also mehrere Ebenen sind, man kann sich schon mal was ansammeln, kann ich das machen, wo ich will. Spielt überhaupt keine Rolle. Aber für was brauche ich das jetzt eigentlich? Ich kann jetzt zum Beispiel auf dieser Ebene schärfen. Das ist jetzt eine Pixel-Ebene, kann die schärfen. Ich kann da eine Auswahl treffen, zum Beispiel Luminanzauswahl. Das kann ich machen. Ich kann damit alles machen, ja, weil es eine Pixelebene ist.
Und ich zeige euch mal, was ich damit machen kann. Ich kann jetzt zum Beispiel hier in die Kanäle reingehen, suche mir hier einen Kanal. Ich suche jetzt einen, wo hauptsächlich, wie sage ich jetzt am besten, mehr helle Lichter da sind wie dunkle Lichter. Also ich will einen kontrastreichen Kanal. Und das ist bei mir jetzt ja der grüne Kanal. Den kopiere ich mir. Das kann ich auch machen. Oder? Kann ich das machen? Nee, kann ich nicht machen. Kann ich nicht machen. Nee, hier bringt mir jetzt die Optionstaste nichts, weil wir sind jetzt nicht in dem Ebenenfenster, sondern in dem Kanälefenster. Ja. Also haben wir das Problem jetzt auch schon gelöst. Oder die Frage, ja, beantwortet, kann man das auch mit der Optionstaste lösen? Nein, kann man nicht. So, jetzt gehe ich hier in den Bereich hier rüber. Ich nehme jetzt mal hier die Tonwertkorrektur, ist mir vollkommen egal. Setze das mal hier hoch und auch die Mitteltöne setze ich mal hier ein bisschen runter, weil ich will wirklich eigentlich nur eine Auswahl von dem Licht. Ja, nur von dem Licht. So, das habe ich. Jetzt drücke ich die Command-Taste. Ich weiß es nicht in Windows, tut mir leid. Ihr müsst gucken. Es ist jedenfalls die Taste neben der Leertaste. Aber ich weiß nicht, wie die in Windows heißt. Keine Ahnung. Und dann gehe ich dahin. Und jetzt tue ich mir das, was ich ausgewählt habe, mit Command C oder Steuerung C. Ich weiß es nicht. Kopieren und einfügen. Dann erscheint hier eine neue Ebene. Die sieht dann eben so aus. Ja. Ich habe jetzt hier, die dunklen Sachen sind weg. Also der Baumstamm zum Beispiel ist transparent hier. Ja, oder gar nicht da. Und mit dieser Ebene kann ich dann jetzt was machen. Zum Beispiel kann ich hier reingehen. Das war hier. Radialer Weichzeichner kann ich da anwenden. Ja. Den ziehe ich jetzt auch mal voll auf. Ja. Dieser Dialog hier, der ist uralt. Uralt. Und Adobe, bitte, tu den mal überarbeiten. Ich habe jetzt hier ein Bild, das ist ein Hochformatbild. Ich weiß jetzt nicht, wo ich diesen Punkt, wenn ich das jetzt hier verschiebe, weiß ich überhaupt nicht, wo dieser Punkt, dieses Zentrum in meinem Bild ist, weil ich habe hier auch als Orientierung nur ein Rechteck. Ein Quadrat. Da könntet ihr mal nachhelfen. Ja. Also der gehört wirklich mal, ich verwende den gerne und oft, und da gehört wirklich mal, also mal wirklich überarbeitet. Ja. Also, meiner Meinung nach. Ihr könnt zum Beispiel die Möglichkeit mal auszuwählen, habe ich ein 3:2 Format, habe ich ein 4:3 Format, ein 16:9 Format. Und dann müsste sich dieses Fenster in der Größe ändern, damit ich eben weiß, wo ich überhaupt in meinem Bild bin. Ungefähr. Aber so habe ich ja gar nichts. Ja? Null. Ja? Also Adobe, da solltet ihr mal echt arbeiten dran. Ja? Da ist uralt dieses Fenster und wurde seitdem nie wieder irgendwie mal in die Hand genommen. Ja? Das dauert jetzt einen Moment. Ja? Der erzeugt jetzt Lichtstrahlen. Und jetzt habe ich im Grunde genommen in diesem Bild mehr Lichtstrahlen. Ich habe es jetzt auch zufällig getroffen da, die Ecke. Man hat irgendwann mal so sein Gefühl für dieses Fenster, für dieses alte Fenster. Und jetzt kann ich diese Ebene im Grunde genommen löschen. Und ich spare Speicherplatz. Ich spare, wenn ich das jetzt abspeichern würde, Speicherplatz. Weil diese Ebene ist ja eigentlich größtenteils transparent. Und hier unten, das sind ja Einstellungsebenen, mehr nicht. Und die einzigste vollwertige Pixelebene ist die hier unten. Die Datei ist nicht groß. Und dafür brauche ich dieses Shortcut. Das ist für mich eines der wichtigsten Shortcuts überhaupt. Da hätte ich manche Sachen nicht machen können, wenn ich dieses Shortcut,
dieses Tastaturkürzel nicht wüsste. Ehrlich, gibt ein paar Sachen, wo ich da gescheitert wäre, weil ich einfach nicht gewusst hätte, wie ich das machen soll. Kein ist so. Bin wirklich heilfroh um dieses bestehend aus 4 Tasten, ja, diesen Shortcut, bin ich wirklich dankbar drum. Und ich meine, wie gesagt, das aus einem Buch von Katrin Eismann zu haben. Ich weiß nicht, ob die heute noch aktuelle Photoshop-Bücher schreibt, aber sollte das der Fall sein und die sollte auch eine Neuauflage zum Beispiel rausgebracht haben über Composing. Ja. Ich meine, das hieß damals irgendwas mit Photoshop Composing. Ja. Da kann ich das nur wärmstens empfehlen. Also das Buch, also die finde ich ein Hammer. Ja. Die hat da, von da habe ich viel rausgelernt aus diesem Buch. Ja. Und diese Ebene kann ich jetzt zum Beispiel noch, wenn ich diesen Effekt noch irgendwie stärker haben will, ich kann ihn nochmal anwenden, 1:1 nochmal ausüben. Ja. Das war ja der hier, ja. Das kann ich auch nochmal einfach nochmal machen. Ja. Ich weiß nicht, was dann dabei rauskommt, wahrscheinlich noch mehr oder weniger. Ja. Weiß nicht, gucken wir mal. Ja, kann man, muss man nicht. Ja. Ich kann auch einen ganz normalen Weichzeichner drüber legen. Ja. Einen grauischen Weichzeichner nehme ich da gerne. Ja. Da muss man aber aufpassen, da dürfen die Werte jetzt nicht so hoch sein, weil da zum Teil die Lichtstrahlen, die feinen, ja, zum Teil dann wirklich im Matsch verschwinden. Ja. Da könntet ihr euch behelfen, indem ihr hier eine Gradationskurve reinbringt, die aber sich nur auf die untere Ebene bezieht. Also muss ich hier vorne einen Klick machen und dann kann ich hier eben nur diese Lichterstrahlen, die könnte ich dann hier an den bisschen krasser rausbringen. Ja. Kann man mal gucken. Ja. Die sind jetzt stärker. Ja. Und dann kann ich eventuell auch einen höheren Weichzeichner nehmen mit höheren Werten. Ja. Gehen wir mal hier auf 25. Ja, das ist schon wieder zu arg eigentlich. Ja, bleiben wir mal so auf 15. Ja. Ihr seht es hier, ja, in diesem Bereich hier, ja, da habe ich ja diese feinen Strahlen. Wenn ich das jetzt wirken lasse, diesen grauschen Weichzeichner, dann sind die nämlich so differenziert. Ja. Wenn ich das jetzt erhöhe auf 20, dann sind sie fast weg. Ja. Nicht ideal. Ich würde fast sogar sagen, ich nehme nur 12. Ich nehme jetzt nochmal nur 12. Ja. Eventuell tue ich hier das wieder ein bisschen anheben. So, vielleicht ganz vorsichtig. Ja, so kann man es auch machen. Dafür brauche ich diesen Shortcut. Eben um solche Sachen machen zu können. Man kann noch viel mehr damit machen mit diesen erzeugten Ebenen. Wie gesagt, man kann zum Schluss über alles, wenn ich mit allem fertig bin, ja, kann ich mir da so ein Abbild erzeugen. Ich nenne es einfach jetzt mal ein Abbild aller Ebenen, ja, und das dann nochmal scharf zeichnen. Ja, es gibt da auch verschiedene Möglichkeiten, Hochpassfilter und boah, was weiß ich alles. Ja, das kann man machen. Mache ich nicht. Ich schärfe in Photoshop eigentlich nichts nach. Ich mache das in Lightroom, ja. Da ist mir aber auch dem nächsten Thema eingefallen, was ich auch mal zeigen möchte. Da gibt es nämlich Probleme mit Photoshop und Lightroom. Das zeige ich euch dann mal. Ja. Banal wie nur was, aber es gibt Leute, die verzweifeln daran. Ja. Weiß ich. Die verzweifeln daran. Wahnsinn. Die könnten das Lightroom in die Wand schmeißen, aber egal. Wie gesagt, hier geht es um diesen Shortcut. Den habe ich euch jetzt gezeigt. Legt ihn euch am besten, so habe ich es gemacht, weil ich ihn ja wie gesagt sehr häufig verwende, habe ich ihn hier auf meinem Grafiktablett auf einer Funktionstaste drauf liegen. Macht's einfach,
Probiert's aus. Und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß in Photoshop.